Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich, auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Jama. Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Dann verfolge ich eben mein Boot. Schneller, ihr Hunde! Schneller, ihr Hunde! Komm her, du feiger Bastard! Los! Holt, verdammt nochmal! Seht nach Steuerbord! Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit!
tout l'air d'être un brigand. Das Palais du Luxembourg, hm? Was genau hast du da vor? Du hattest recht. Machilevecs Männer entluden die Kähne und brachten das Getreide zum Palais du Luxembourg. Wenn das Volk glaubt, dass die königliche Familie in Notzeiten Nahrung hamstert... Aufruhr. Genau das, worauf Germain es abgesehen hat. Madame Levesque gehört dir. Ich suche das gestohlene Getreide und schaffe es weg, bevor es jemand findet. Sei nur vorsichtig. Lass dich nicht schnappen. Hilfe! Hilfe! So helft mir doch! Drück das Pulver raus! Könnte ich diese Wache nur in die Finger kriegen? Herrliche Feier. Ihr habt euch selbst übertroffen. Merci. Und nun entschuldigt mich. Ich muss meinen Mann sprechen. Fern, einen Künstler in Not zu ignorieren. Wir sind fast da. Ich erwisse dich schon, du Rechter. Wir kommen noch näher. Vielen Dank, mein Freund. Ich wünschte, ich könnte euch angemessen entlohnen. Nicht nötig. Diese Ablenkung ist schon mehr als genug. Was war das? Ach, nichts. Was ist das jetzt geworden, Michel? Schicken mich auf die Galeeren. Das war doch nur ein Leibbrot. Alle Männer hier haben dasselbe Leben. Oder weniger. Und das nennen Sie also Justiz? Stünde es in meiner Macht. Jeder, der gefangen ist. Doch ist
das nicht aus der Schicksal. Bleibt mit euch! Oh, Michel. Je t'aime. Je t'aime. Ja, Monsieur. Hol mich einfach hier raus! Ich habe Familie! André. Scheiße. Lasst uns hier raus! Ich habe Geld! Lass mich raus! Und es gehört dir! Freiheit! Mach die Hunde! Überall wieder Schwachkopf weniger auf der Straße. Gut. Befrei uns! Los!
Ich weiß, mit wem sich euer Wald herumtreibt. Ihr steckt in der Bredouille. Bitte! Ich flehe euch an! Ihr wisst nicht, wozu sie in der Lage ist! Merci, Monsieur. Mich! Nein! Ihm nach! Gemäßigten steht der Freiheit im Weg. Pass gut! Für euer Kommen danken. Heute Nacht feiern wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Freiheit. Chin. Chin. Der Anzug neu? Sehr vorteilhaft. Sind alle gut versorgt? Haben alle genug Wein? Euch zu sehen. Ich hoffe, ihr habt nicht vor, uns zu verlassen. Der Abend hat doch gerade erst begonnen. Wie schön, dass ihr es geschafft habt. Lasst den Weinkeller bald durchsuchen. Ich will, dass alle hier sind, wenn das Getreide gefunden wird. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain, wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Narr, der Moulin spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, de la Serre. De la Serre! Milady, Besuch für euch.
brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Information an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Was? Keine Zeit für Erklärungen! Renn! Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Hab die Seile! Ich decke dich! Oh je! Zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Es ist wirklich schön hier oben! Das solltest du sehen! Oh, was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja! Danke! Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein! Da ist es! Dir werden bald die Dächer ausgehen. Ich hoffe, du hast einen Plan. Zählt zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch. Lass sie! Halt schon! Wir verlieren sie! Denkt euch was für die Fliege! Oh. Ich schaff das hier! Lauf du weiter! Ah!
ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Judah, halt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! Arno! Geht es dir gut? Arno! Alles gut! Anhalten! Halten Sie auf! Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte! Sie sind hier! Kommst du nun oder nicht? Pardon, Monsieur. Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Mais tout ça, c'est de la fiente! Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out.